schaff's. Wir werden gerade auf die andere Werft gebracht. So, wir gehen jetzt auf Entfernung und Planung. Starten hier. Genau, dann raus aus der Straße von Messina. Raus aus der Straße. Ich mache jetzt einfach mal die Strecke hoch nach Sardinien und von dort aus machen wir so und von dort aus direkt an die Südostküste von Mallorca. Der Vorteil an der Strecke ist, dass wir jederzeit Pause machen können, weil wir sind maximal 100 Meilen von Land entfernt. Das heißt, wir können sowohl in Palermo ankern, in Sardinien und dann können wir von Sardinien aus losfahren, wann wir wollen, nach Mallorca rüber. So, wir werden morgen Vormittag ins Wasser gelassen. Ich schätze mal 18 Uhr werden wir loskommen. Wir gehen jetzt hier unten auf Boot. 5 Knoten Durchschnittsgeschwindigkeit, damit können wir rechnen, das passt. Das bedeutet, wir werden mit 0 Knoten Wind aus der Straße rausfahren. Und wir sind immer in Windlöchern drin, die gesamte Überfahrt. Hier sind wir. Und wenn wir einen halben Tag früher unterwegs wären, hätten wir hier richtig geilen Halbwind mit wahrscheinlich 14 Knoten. Und jetzt hat sich der Laptop verabschiedet. Also dieser Laden ist ein richtiger Saftladen, die Mechaniker. Die hatten jetzt 10 Monate Zeit, über 10 Monate. Dann haben sie den Motor repariert, dann sind wir ins Wasser gekommen, dann sind wir, wie ihr gesehen habt, wieder rausgekommen. Der Motor ist nochmal komplett in die Werkstatt gekommen, wir haben einen neuen Motorblock bekommen und jetzt, eine Stunde bevor wir ins Wasser gelassen wollen, fällt den auf die Lichtmaschine, geht nicht. Irgendwas komplett durchgefackelt, das Ding lädt nicht und geht einfach nicht. Ist auch nicht verfügbar, wir müssen jetzt bis morgen wieder warten. Wir werden jetzt in der Ankerbucht ohne Lichtmaschine warten. Bei den Mechanikern haben wir den Eindruck, kümmern sich um uns ungefähr eine Stunde am Tag. Haben da ein bisschen rumgewerkelt, haben festgestellt, das funktioniert alles nicht. Dann besprechen die das natürlich erstmal. Kaffeekuchen, ja, was gibt es denn sonst noch so? Ja, lass mal Zeit vertreiben. So. Das heißt, Sonntag ist es fertig. Es ist Sonntag natürlich nicht fertig. Da ist es erst auf dem Prüfstand und Prüfstand in Anführungsstrichen, weil anscheinend prüft man ja keine Lichtmaschine. Wie lange warten wir jetzt schon? 10 Tage Verzögerung. Die geplante Abfahrt war am 2. Bedeutet, wenn wir morgen den 12. haben, sind es 10 Tage Abfahrtsverzögerung. Unglaublich. Also langsam glaubt uns das wirklich kein Mensch mehr, was hier abgeht. Eine renommierte Firma offiziell mit 8.500 Euro, die da drin stecken. Und die kriegen das nicht hin. Wir haben jetzt die Zeit noch genutzt oder nutzen gerade die Zeit, bevor die uns ins Wasser lassen. Schießen die letzten Tower auf, machen ein bisschen Deck klar, damit hier alles klar Schiff ist, weil die haben sich wieder mal ewig verspätet. Jetzt sind die Mechaniker gerade noch gekommen. Die wollen irgendwie dabei sein, wie wir ins Wasser gelassen werden, weil ich glaube, die trauen uns nicht so ganz zu, dass wir das alleine schaffen. Die halten uns so ein bisschen blöde. Und Jonte wird jetzt das ganze Manöver hier übernehmen, weil wir zu inkompetent sind dafür. Und Jonte äußerst kompetent ist am Steuer. We'll be right back.
Ihr seid gerade mit dem Mechaniker unten gecheckt, ob Wasser durch den Kühlkreislauf kommt. Alles super. Wir fahren. Mega. Wir sind wieder im Wasser, endlich. Und bisher, Maschine läuft, tut die Bene. Piste geht ab und es läuft. Jo, wir sind jetzt endlich angekommen und ich mache jetzt einmal noch ein paar kleinere Checks und habe gesehen, dass die Stopfbuchse ein bisschen getropft hat. Philipp und Julian haben jeweils auch schon relativ viel nachgedrückt und jetzt ist unsere Fettpresse ein bisschen leer. Deswegen nehme ich jetzt einen Löffel und dann tue ich in dieses Rohr Fett rein. Und dieses Rohr pressen wir dann hinten durch unsere Stopfbuchse wieder hinaus. Die Mechaniker waren heute richtig pünktlich bei Ausnahmsweise. Um 9:30 Alina und ich waren einkaufen, wir sind zurückgekommen und die Mechaniker waren im Ding in Sinn gekommen mit der Lichtmaschine. Das heißt, Philipp und ich werden jetzt noch mal kurz Dingesprit holen und dann packen wir die Sachen und legen ab, würde ich sagen. Hi. Hallo. Ich befülle noch mal den Kühlschrank. Fantastisch. Safety first, ne? Ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir jetzt alles picobello gemacht. Picobello. Damit uns hier nichts durch die Gegend fliegt. Ja, deutlich mehr. So, das ist das Kühlwasser, was hinten rauskommt. Und das sollte man jedes Mal checken oder immer mal wieder checken, dass das auch wirklich hinten rausläuft und der Motor permanent Kühlung hat. Bist du bereit? Ja, ich auf jeden Fall. Alina, du musst uns dann markieren, ne? Dann können wir da triposten. Ja. Social Media Management. Ja. So, ein Schluck für Neptun, damit wir heile rüberkommen. Einen großen Schluck für Neptun. Und jetzt ein Schluck für die Crew. Und jetzt der Captain. Auf Wind! Ah. Alina, hast du schon? Ja. Ich hab's gar nicht gefilmt, nimm nochmal. Aber ich bin noch relativ weit unten. Tja, jetzt bist du Captain. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben eine Wacheinteilung gemacht, durchrotierend. Bedeutet 4 Stunden wach sein und 2 Stunden Überschneidung mit jeweils einer anderen Person. Also, ich erkläre es einfach ganz kurz oder zeige einfach von 8 bis 24 Uhr, Alina von 10 bis 2 Uhr. Julian löst dann mich um 24 Uhr ab und macht dann bis 4 Uhr. Und dann kommt Philipp irgendwann um 2 und löst Alina ab. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, mehr oder weniger, dass wir durchfahren werden nach Sardinien. Weil die ursprüngliche Überlegung war, in Palermo eventuell zu ankern oder irgendwo bei Palermo. Aber es macht einfach gerade nicht so viel Sinn, weil wir sind gerade auf einem ganz guten Kurs und wir haben auch relativ wenig Wind. Das heißt, wir würden die Zeit gerne rausholen, damit, dass wir dafür einfach durchfahren, dafür, dass wir wenig Wind haben.
Also die erste Nacht ist hinter uns. Ich hatte die Schicht von 2 bis 4. Ich habe die Sterne beobachtet. Ich habe, glaube ich, 10 Sternschnuppen oder so gesehen. Also es ist wirklich traumhaft. Das kann man gar nicht so richtig in Worte beschreiben, wie das hier so aussieht und wie sich das anfühlt. Einmal ist in der Nacht auf einmal Wasser in den Motorraum gekommen. Also es hat überall rumgespritzt und wir wussten nicht wieso. Ich dachte mir schon, es ist die Stopfbuchse. Julian hat natürlich Jonte geweckt sofort. Und ja, es war auch nur die Stopfbuchse, die wir nachfetten mussten. Ja, dann haben wir mit der Motorbilgenpumpe das Wasser wieder rausgepumpt. Dann war das Wasser wieder auch aus dem Motorraum draußen. Morgen auch von mir. Ich habe gerade eben ein kleines Manöver gemacht, weil die gesamte Crew jetzt schläft und ich alleine diesen wunderschönen Sonnenaufgang genieße. Da hinten. Genau. Ich habe gerade ein kleines Rettungsmanöver gemacht. Und zwar habe ich diese Kiste hier rausgeholt. Als ich sie rausgeholt habe mit dem Bootshaken, guckte mir noch ein kleiner Fisch entgegen. Dann habe ich die Kiste kurz angenommen und über Bord nochmal ausgeschüttet und dann ist der Fisch rausgeflogen und dann fröhlich davon geschwommen. Und das sind die wahren Probleme da draußen, nicht die Plastikstrohhalme oder sowas. Diese Plastikkisten, die Fischernetze und das alles, das ist ein Problem. Guten Morgen, wir haben es jetzt 9:30 ungefähr. Ich bin gerade aufgewacht, Philipp schläft noch. Und wir haben uns wiederholt von dem Schock gestern. Das war ja wirklich mit dem Wasser. Ich dachte, ein Seeventil wäre aufgegangen oder ein Schlauch geplatzt, aber die Welle hat eben einfach nur das Wasser, was drin war, in die Luft gespritzt durch die Drehung. Und wir sind jetzt irgendwo zwischen Alicudi und Ustica, die beide zu den Liparischen Inseln gehören. Ustica ist die westlichste Insel von den Liparischen Inseln. Wenn wir mit dem Speed weiterfahren, dann werden wir Ustica voraussichtlich in 8 Stunden erreichen. Und ab dann ist wirklich nur noch offenes Meer. Also ist jetzt schon offenes Meer, aber Ustica ist der letzte Landpunkt, den wir dann vor Sardinien haben. Gerade dieses Paket entdeckt und da sind irgendwie Palmwedel dran. Da unten, es sah aus wie so ein Delfin, der unten schwimmt, weil unten noch so ein riesiger Schatten war. Das war auch ein Palmwedel unter Wasser. Und keine Ahnung, ob da jetzt Koks drin ist oder Haschisch aus Afrika oder mal schauen, den Bootshack mal einsammeln. Was ist das denn? Das ist Haschisch aus Marokko. Alter Falter, was zur Hölle ist das? Was zur Hölle ist das, Alter? Der Palmmann dort. Achtung, ich weiß, was das ist. Was denn? Das ist ein Treibnetz. Das ist also ein Netz von irgendeinem Fischer hier. Hier sieht man auch noch die Netzknoten. Das heißt, da drin ist richtig Fang drin. Ich schmeiß das wieder raus. Weil da drin ist bestimmt irgendein GPS oder irgendwas. Wir haben gerade eben festgestellt, dass der Abgasstrang oder irgendwas vom Abgasstrang undicht ist. Bei uns hinten in der Achterkabine.
Und deswegen haben wir kurz den Motor ausgemacht, damit wir uns das anschauen können und haben die Flaute gleich genutzt, um eine Badepause zu machen. Ah. Eindringlich! Ach nee, oh, ups! Alter, das ist echt unter uns 1500 Meter Tiefe, also gar nichts. Man schaut nach unten, man sieht nur blau und die Sonnenstrahlen, die nach unten scheinen. Und ja, das Wasser ist sauwarm, locker 30 Grad, wenn nicht sogar mehr. Und du kannst hier voll entspannt baden. Und Alina hat gerade ein paar Fotos gemacht von der Moody mit der Unterwasserkamera. In der Achterkoje den Abgasschlauch abgemacht und wir werden das jetzt mit Sikaflex wieder abdichten und dann sollte das auch vorerst passen. Schmiere ich dann gleich da auf das Leck, dann kommt da noch einiges an Klebeband drüber und dann ist gut. Wir haben jetzt gerade eben Ustica hinter uns liegen lassen. Wir sind gerade, um es mal zu zeigen, diese Strecke sind wir bisher gefahren. Von Messina bis hier. Und jetzt fahren wir straight weiter bis an das südöstliche Ende von Sardinien. Dann werden wir dort eine Nacht ankern. Und wir kommen wahrscheinlich morgen Abend dort an. So um die Zeit mehr oder weniger, 22 Stunden, wenn wir so weiterfahren, also ich schätze eher morgen Abend. Übermorgen früh geht es dann auf den letzten Schlag nach Mallorca rüber. Morgen, ein neuer Tag auf hoher See, der zweite Tag auf dem Meer. Wir sind gerade zwischen Sizilien und Sardinien, mehr oder weniger genau auf der Hälfte. Also wir sind so gegen 19 Uhr mehr oder weniger da. Prognostizierte Ankunftszeit laut Navionics. Fast nur unter Motor gefahren, weil wir haben sehr, sehr ruhige Bedingungen und fast gar keinen Wind. Und ja, wir haben uns hier ein bisschen die Zeit vertrieben. Julian und ich haben hinten bei der Achterkoje was an der Decke was zusammengeklebt. Genau, und Jonte und ich haben auch im Salon, haben wir auch an der Decke was abgeschraubt, damit Jonte unter dem Panel, was wir abgeschraubt haben, Kabel verlegen konnte für einen Lüfter. Und jetzt ist da immer schöne, kühle Luft im Salon. Und ja, mal gespannt, wie das die Sardinien so aussieht. Nur noch 2 Stunden, dann sind wir da. Land in Sicht! Die letzten Meilen bis Sardinien. Gleich sind wir in der berüchtigten 12-Meilen-Zone. Und dann werden Philipp und ich gleich mal das Ankermanöver machen. Der Jonte lässt uns das mal machen, weil wir ja dann, sobald wir in Malle sind, alleine sind, auf uns alleine gestellt sind. Philipp und Alina bereiten sich auf vor. Julian macht das hier fertig. Konzentrieren sich auf seinen Ankermanöver. Ja, jetzt bin ich neutral. Voll rein, voll einschlagen.
Guck, dass du genau gegen den Wind kommst. Du spürst den Wind jetzt auch, ne? Ja, ja, ich spür's. Anker runter! Wir sind halt genau auf der 10-Meter-Linie, aber so genau. Ja. Tatsächlich. Ja, wenn du reinguckst bei Navionics, da siehst du das. Ja, aber es hat gut geklappt. Ja? Das Reinwerfen und so. Wie viel Meter habt ihr draußen? 30. Ein bisschen mehr, 32. Ja, ja. Irgendwie finde ich es gerade ein richtig geiles Gefühl, wieder ein bisschen weniger Tiefe unter seinen Füßen zu haben, sozusagen. Ja, also die Kulisse hier ist mega schön. Ist eine geile Ankerbucht. In Sardinien endlich angekommen. Wir gehen jetzt gerade zum Supermarkt, weil wir brauchen noch ein paar Sachen für die Überfahrt nach Malle. Und es ist wunderschön hier. Also das kommt einem vor fast schon wie die Karibik. Hier sind überall Bananenbäume, Bambus, hier Kiefern, alles Mögliche. Und die Kulisse mit den Bergen, mit der grünen Landschaft ist einfach geil. Wir sind hier in einer recht reichen Gegend. Weil hier sind überall Villen und sehr edle Clubs. Ja, wir sind super impressed von der Insel. Und jetzt gehen wir mit Alina einkaufen. Alina gibt den Weg vor. Wirklich mega verrückt. Hier in Sardinien sind ultra die krassen Felsformationen. Das sind so total rund geschliffene Felsen. Erinnert mich ein bisschen an Fotos von den Seychellen oder irgendwie sowas. Total verrückt, wo wir hier entlang laufen auf dem Weg zum Supermarkt. So, wir haben ungefähr vor einer Stunde Sardinien verlassen wieder und jetzt haben wir nochmal proviantiert für den Weg nach Mallorca. Wieso wir Sardinien schon so schnell verlassen? Wir waren nur eine Nacht da. Jont und Alina, unsere beiden Mitsegler, beziehungsweise Jont ist ja aktuell unser Skipper, der uns jetzt noch einiges beibringt und deren Zeitfenster ist relativ eng. Die werden so zwischen 20. und 25. von Mallorca aus wieder nach Hause fliegen. Und deswegen war Sardinien nur ein Zwischenstopp um eine Nacht, damit wir uns eine Nacht erholen können. Und jetzt geht's nonstop 311 Meilen nach Mallorca. Wir motoren gerade wieder, obwohl guter Wind ist, aber der Wind kommt straight von vorne und kreuzen bräuchten wir zu lange. Risotto für uns. Zitronenrisotto mit Zwiebeln, Knoblauch, Karotten und Gemüsebrühe. Und ja, das werden wir dann gemütlich im Cockpit essen während der Überfahrt hier gerade. Ja, wir fahren jetzt gerade Richtung Süden, Südwesten von Sardinien. Wir haben, ich schätze mal, so einen Meter Welle. Aber wir stampfen halt total. Also eigentlich nicht wahnsinnig hoch die Welle, aber voll gegen an. Wir fahren jetzt gerade so mehr oder weniger in Amwindkurs
und haben uns entschieden, den Motor auszumachen, weil das Stampfen ist uns ziemlich auf die Nerven gegangen. Das heißt, wir kreuzen jetzt. Und um 8:30 machen wir dann nochmal eine Wende. Und dann schauen wir, dass wir zur Südwestspitze von Sardinien kommen. Damit wir von dort dann direkt den Kurs nach Mallorca fortsetzen können. Gasflammenflagge kommt jetzt mal runter, damit wir dann morgen oder übermorgen die spanische Gasflammenflagge setzen können, wenn wir irgendwo vor der Küste von Mallorca sind. So, wir sind jetzt irgendwo auf dem Tyrrhenischen Meer und wir haben komplette Flaute. Die Ruhe vor dem Sturm, und dann haben wir auf einmal ein komisches Geräusch gehört und haben festgestellt, der general überholte Motor ist undicht. Der Kühlkreislauf ist undicht, das heißt, es kommt immer wieder Wasser rein. Und jetzt haben wir noch festgestellt, der Ölkreislauf ist auch undicht. Nicht nach innen zum Glück, das heißt, es kann kein Wasser reinkommen, aber nach außen. Der suppt raus und er hat innerhalb von 24 Stunden, innerhalb von 90 Seemeilen das komplette Öl verloren, mehr oder weniger. Auf jeden Fall läuft die Kiste jetzt wieder. Wir fahren und jetzt gucken wir mal, ob der Motor irgendeinen Schaden davon getragen hat oder nicht. Aber auf jeden Fall hat die Firma in Italien eine riesengroße Scheiße gebaut. Der war auf dem Prüfstand zweimal, wir haben einen neuen Motorblock, wir hatten ein Jahr Zeit, wir haben 8.500 Euro dafür gezahlt, mehr oder weniger unser komplettes Reisegeld verbraten, und die Scheiße läuft halt immer noch. Ja. Bisschen mehr Gas. Was sagst du dazu? Was soll ich dazu eigentlich noch sagen? Der Wind zieht langsam auf und wir fangen jetzt schon mal an zu kochen, damit wir heute Abend nichts mehr kochen müssen. Julian ist schon schnibbeln. Es ist 1,5 bis 2 Meter Welle angesagt und ich glaube 20 Knoten Wind. Wir haben gerade ungefähr 1 Meter Welle. Das Boot stampft auch schon ganz schön. Die Wellen sind zum Glück recht lang, was recht angenehm ist. So können Alina und Julian entspannt hier im Cockpit dösen. Und wir hören Reggae. Und es ist mega cool, irgendwie diese Atmosphäre einfach hier zu gammeln und aufs Meer hinauszuschauen oder zu dösen, was auch immer. Naja. Wenn es so bleibt, dann passt alles. Wir kommen mit 6 bis 7 Knoten ganz gut voran. So, wir sind jetzt 2 Tage nach Mallorca durchgebrettert. Gestern Abend hatten wir 30 bis 40 Knoten. Und mir war kotzübel, ich musste 4-mal kotzen. Julian war auch seekrank, er musste zwar nicht kotzen, aber lag die ganze Zeit im Cockpit, natürlich mit Rettungsweste und eingepickt. Jonte und
Alina sind seefest, die haben sich um alles gekümmert, um die Segel, um was auch immer. Und haben sich auch um uns gekümmert. Ja, das war eine heftige Nacht auf jeden Fall. Nachdem ich viermal gekotzt habe, habe ich mich auch hingelegt, dann ging es wieder. Also wir lagen alle eingepickt mit Rettungsweste im Cockpit, das war am sichersten. Und ja, dann einmal kam so eine richtig fette Wasserfontäne ins Cockpit. Da hatten wir auch gerade 8 Knoten Fahrt. Und die war so fett, dass Alinas Rettungsweste einfach automatisch ausgelöst ist. Und bis das passiert, das muss schon sehr viel Wasser sein. Dann bin ich mit Alina runter, hab ihr die Weste ausgezogen. Boah, also wie es hier auch aussieht. Zeig erstmal, was da unten für eine Bombe eingeschlagen ist. Hast du schon Alinas Rettungsweste gezeigt? Ja. Das war eine heftige Erfahrung. Das erste Mal so ein bisschen Sturm segeln. Aber dieses Schiff hält einiges aus. Also dieses Schiff ist wirklich seefest. Das Rig ist auch noch sehr gut. Da hatten wir nämlich Bedenken, weil das schon sehr alt ist. Da sind wir froh drüber, dass man sich hier auf jeden Fall sicher fühlen kann an Bord. Ich habe sogar noch mein Ölzeug an, aber die Hose nicht mehr, die habe ich mir gerade ausgezogen, aber die Jacke noch an. Es war heute Nacht so schweinekalt, wir saßen alle mit Ölzeug hier, weil der Wind, ich meine, 7-8 Windstärken, das sind wie viel Knoten, 35? Bis 40. Bis 40 Knoten, sprich um die 80 km/h, ganz grob gesagt. Es waren 25 angesagt. Ja. Und Schweinebacken kalt. Unser Cockpit war bis hier ungefähr, stand das im Wasser. Mehrfach ist uns die Gischt komplett übers Cockpit drüber gegangen und einige Wellen eingebrochen. Und ich habe im Cockpit, beziehungsweise wir haben eigentlich fast alle im Cockpit gepennt, mehr oder weniger. Oder auch nicht. Jon hat so gut wie gar nicht gepennt. Nö. Ich habe heute Morgen dann, als es ruhiger war, ein bisschen geschlafen. Aber heute Nacht habe ich nicht geschlafen. Der hat uns durch den Sturm gesegelt, während wir Schlafmützen hier gelegen sind. Und in Ölzeug eingemummelt, ja, uns zusammengequetscht haben. Irgendwann heute Morgen, um wie viel Uhr, Philipp? 5 Uhr, halb 6. 5, halb 6. Ich war so halb am Schlafen. Wir konnten übrigens die gesamte Überfahrt eigentlich nicht filmen, weil die Kamera wäre am Arsch gewesen. Weil einfach es so nass und so viele Wellen reingekommen sind, dass es unmöglich war. Und auf jeden Fall kam heute Morgen irgendwann, war Philipp unten. Und ich habe nur mitbekommen, dass Philipp gerufen hat: Scheiße, Feuer, es brennt. Als er die Klappen vom Motorraum aufgemacht hat und irgendwas ist da unten, hat angefangen zu glühen und ein kleines Lagerfeuer da unten ausgelöst. War nicht dramatisch. Jon hat ein bisschen gepustet und dann war das Ganze auch wieder weg. Aber sollte auf jeden Fall nicht sein. Der Motor war auch nicht an, wir waren nur unter Segeln und wir müssen mal noch rausfinden, ob da irgendwas im Startermotor weggenudelt hat oder was da passiert ist. Aber auf jeden Fall hatten wir da noch eine kurze kleine Feuersituation während der Überfahrt. Also halten wir fest, 9 Windstärken in Böen, 14,9 Knoten Top Speed mit der Moody, 6 Meter Welle, Wasser im Cockpit, eine Tonne und Seekrankheit und ein kleines Lagerfeuer im Motorraum. Überfahrt war supi. Nach
einem Jahr warten, ne, kommt jetzt endlich der Moment der spanischen Flagge. Wir sind offiziell in Spanien angekommen. Ein ganz, ganz besonderer Moment ist es gerade für mich. Weil Mallorca ist ja für mich schon so ein Stück Heimat, dadurch, dass meine Großeltern hier gelebt haben. Mein Vater lebt hier. Ich war hier als Kind. Wir haben hier viele Freunde. Und es ist der ideale Ort, dass Philipp und ich das Boot jetzt refitten können, weiter refitten können. Weil wir hier einfach gute Kontakte haben, die Sprache beherrschen, die Läden kennen, mobil sind. Und jetzt werden wir in der Bucht ankern, wo ich als Kind schwimmen gelernt habe. Und wo Philipp und ich seit 4 Jahren eigentlich immer im Sommer am Strand sind. Völlig verrückt. Lustige Geschichte dazu, vor circa 2 Jahren. Sind Julian und ich mit so einem Paddel-Schlauchboot an Colonia entlang gepaddelt, da wo wir jetzt ankern werden. Es ist einfach verrückt, hätte uns damals jemand gesagt, dass wir 2021 im Sommer mit einem riesen Segelschiff dort ankern werden. Wir hätten denen den Vogel gezeigt, weil damals war das Projekt noch überhaupt nicht in Planung, also es war noch nicht mal die Idee da. Der erste Morgen auf Mallorca. Wir liegen jetzt hier vor Anker. Und diese Bucht kennen wir halt seit 20 Jahren fast, Philipp seit 4 Jahren und wir liegen jetzt hier einfach. Das ist völlig verrückt für uns. Und wir mussten gestern erstmal noch ein bisschen ankommen, waren gemeinsam mit Jont und Alina mit meinen Eltern essen. Und dann machen wir uns mal einen Plan für die nächsten Wochen, wie das hier alles weitergeht und wie der zweite Teil des Refits. Überraschung! Ja, weitergeht. Ich muss auch erstmal realisieren, dass das Boot jetzt wirklich hier auf Mallorca ist, nach über einem Jahr. Stopp!